Hallo und herzlich willkommen beim Echolot-Zentrum in Altenbeken-Schwandai. Vor mir liegt eine der großen Innovationen der letzten Monate. Das ist unsere Scrubis LWC-Geberstange, eine Lightweight Construction. Komischer Name, aber er trifft es eigentlich sehr gut. Das ist ja unsere neue Stange, die extrem leicht und extrem stabil ist. Und Sie wissen ja, dass wir sehr, sehr viel im Behördenbereich arbeiten. Also Polizei, Feuerwehr. Ich war die letzten zwei Wochen bei Schulungen und habe in ganz Deutschland und Österreich habe ich dort Einsatzkräfte geschult. Und diese Stange ist ein ständiger Begleiter von uns gewesen. Und wir sind teilweise auf dem Rhein, auf der Donau mit hohen Geschwindigkeiten gefahren. Und das Ding war super stabil. Eines ist aber aufgefallen, und das sind so Kleinigkeiten, die immer wieder nerven, wenn man mit dem Echolot am Wasser ist. Das ist, dieser Geber ist ja fest an der Stange dran. Also man könnte das theoretisch hier rausziehen, aber der Geber ist ja in der Regel fest verbunden mit einer Konsole, mit der Stange. So, und was haben wir gemacht? Wir haben hier eine neuartige Konstruktion gemacht, wo man einfach nur den Geber abzieht. Und das ist eine pfiffige Sache, die ich mir jahrelang gewünscht habe. Wir haben hier eine spezielle Konsole. Das ist jetzt der Active Imaging 3-in-1 Geber von Lawrence Simrad. Wir haben das auch noch für die Garmin Geber. Wir entwickeln das jetzt gerade auch noch für die Hummingbird Geber. Und wir haben hier ein spezielles Schlittensystem. Und dieses Schlittensystem ist im Prinzip eine ganz einfache Sache. Wir schieben das hier ein und wir haben hier ein kleines Federelement. Wir haben hier ein kleines Federelement, was den Geber einrasten lässt. Also Verlust ist nicht möglich. Und diese Konsole ist so entwickelt, dass wir mit Edelstahlstangen damit arbeiten können. Wir können es verkleben auf Carbon-Glasfaserstangen. Also wir sind extrem flexibel bei der ganzen Sache. Das ist das neue Easy-Snap-System, wo man einfach eine Grundbasis hat und zusätzlich für seinen eigenen Geber denn die entsprechenden Zubehörteile wählen kann. Tolles System, funktioniert einwandfrei, ist sauhaltbar. Und nochmal was zum Thema Innovation, auch wieder so Kleinigkeiten. Wir haben immer wieder die Frage bekommen, sag mal, warum habt ihr keine Abdeckung für solche Geber zum Beispiel? Oder wir haben ein Cockpit, wo das Stromkabel rausguckt und das Geberkabel und wir nehmen abends das Gerät mit. Und genau dafür haben wir was ganz Neues entwickelt. Das sind so kleine Schutzkappen. Das sind von TMCT, sind das neue Steckerschutzkappen. Da kann ich zum Beispiel hier einen offenen Geberanschluss, das ist der berühmte 7-Pin von Lawrence, dann setze ich das hier einfach oben drauf, verschließe das und das Ganze ist dann entsprechend wasserdicht gemacht. Das haben wir für Lawrence-Produkte, das haben wir für Garmin-Produkte, das haben wir sogar neuerdings für Hummingbird-Produkte. Also, wenn ihr sowas haben wollt, schaut auf unsere Seite. Wir werden das auch entsprechend unten in dem Text verlinken, wo ihr das findet. Und wenn es euch gefallen hat und mehr sehen wollt, würde ich mich über einen Daumen nach oben bei YouTube freuen. Bis zum nächsten Mal.